Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Geissens, eine der bekanntesten und wohlhabendsten Familien in der deutschen Medienwelt. Robert, 59, und Carmen, 58, Geiss und ihre Töchter Shanaya, 18, und Davina, 19, zeigen uns in ihrer Reality-Doku ihren luxuriösen Lifestyle, indem sie mit Privatflugzeugen und Yachten um die Welt reisen. Doch wie finanzieren sie das alles? Nun, es stellt sich heraus, dass die Familie nicht nur durch ihre Reality-Show, sondern auch durch ihre eigene Produktionsfirma, Geiss TV, eine echte Goldgrube hat. Das Familienoberhaupt Robert verrät auf dem Digitalfestival Online Marketing Rockstars, dass sie die Show vollständig selbst produzieren und das fertige Produkt an RTL 2 schicken. So haben sie die vollständige Kontrolle darüber, was gezeigt wird. Und das scheint sich auszuzahlen. Berichten zufolge verdienen die Geissens satte 60.000 Euro pro Folge. Doch das ist längst nicht alles. Robert besitzt auch eine eigene Modemarke und das Paar hat in der Vergangenheit bereits mehrere Luxusimmobilien gekauft, renoviert und verkauft. Und als ob das nicht genug wäre, eröffneten sie 2015 sogar eine Hotelanlage bei Saint-Tropez. Es ist klar, dass die Geissens ihren Erfolg hart erarbeitet haben und nicht nur auf ihre Reality-Show vertrauen. Aber es ist auch unbestreitbar, dass die Show eine wichtige Einnahmequelle für die Familie ist. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr gerne so wie die Geissens leben oder bevorzugt ihr einen anderen Lebensstil? Schreibt es uns in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um mehr spannende Geschichten aus der Welt der Promis zu erfahren.